Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und heute werden wir uns den wohl leckersten und einfachsten Cheeseburger machen, den es gibt auf der Welt. Denn so einfach, wie ihr euch den selber machen könnt, könnt ihr den nirgendwo kaufen. Dann ist er auch noch günstiger. Alles, was ihr rund um das Rezept hier wissen müsst, wie die genauen Mengen, das ausführliche Rezept, steht unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns die Zutaten an. Starten werde ich da hier wieder mit dem Fleisch. Da habe ich jetzt einmal reines Rinderhack. Das habe ich mir jetzt hier schon zu Patties geformt. Und an Gewicht sollten die so gute 180 Gramm haben. Dann brauchen wir so ein bisschen Salat, Zwiebel, Gürkchen. Hier hinten habe ich Brioche-Buns. Das sind jetzt fertig gekaufte, weil ich finde, für diese Qualität, die man jetzt hier so in Supermärkten mittlerweile bekommt, kannst du dich nicht hinstellen, das Ganze selber machen. Deswegen nutze ich jetzt hier die fertigen. Wer natürlich den Aufwand betreiben will, sich die selber zu machen, kann das natürlich liebend gerne tun. Dann machen wir uns die Burgersoße selber. Da brauchen wir Ketchup, Senf, ein bisschen Mayonnaise und ein Gurkenrelish. Und jetzt kommt der Punkt, der mit am wichtigsten ist. Der Käse. Und zwar, manchmal nimmt man Cheddar, Gouda, irgendwas, aber mir ist aufgefallen, wenn ihr hier diesen Raclette-Käse nehmt, wird der noch viel genialer. Deswegen nehmt bitte Raclette-Käse. Das waren so unsere Zutaten und ihr habt gesehen, das ist wirklich nicht viel. Das reicht wirklich vollkommen aus, um sich einen richtig mega leckeren Cheeseburger zu machen. Besser wie beim großen M, besser wie bei der anderen Bude und noch viel besser als in irgendeiner anderen Burgerbude. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, das Ganze ist dann auch noch viel günstiger. So, wir können dann auch gleich starten, weil vorbereitet ist eigentlich fast alles, außer die Soße. Da holt ihr euch den Bottich mit den Zutaten herbei. Und das Ganze müsst ihr fürs Erste einfach nur gut vermischen. Und solltet ihr keinen Gurkenrelish im Geschäft bekommen, weil das ist eigentlich immer schwierig zu kriegen, verlinke ich euch jetzt hier oben ein kleines Video, wie ihr euch das selber machen könnt. Ist auch ganz einfach. Und wenn das dann wirklich gut vermischt ist, dann können wir die schon mal beiseite stellen. Dann holen wir uns die Zwiebel. Diese wird zuerst halbiert, dann schneiden wir uns die so zweimal ein, dann natürlich noch so, denn wir brauchen hier wirklich ganz feine Zwiebelwürfel. Also die sollten nicht zu groß sein. Im nächsten Schritt nehmen wir uns dann hier diese Sandwich-Gurken. Ihr könnt natürlich auch Gurkenscheiben nehmen, aber ich finde die hier besser. Und dann werden wir uns da so feine Stifte rausschneiden. Das war's dann fürs Erste an Vorbereitung. Mehr müssen wir gar nicht machen. Jetzt können wir uns dann ums Fleisch kümmern und dazu gehen wir rüber an die Plancha. Und als Plancha nutze ich heute die kleine Plancha hier von Meteor. Die habe ich euch mal vorgestellt. Das Video dazu ploppt jetzt hier oben auf. Könnt ihr euch gerne angucken. Die ist klein, aber hat richtig viel Mumm. Perfekt für Leute, die sich nirgendwo einen Grill hinstellen können, auf Balkon oder so. Ist wirklich mega das Teil. Habe ich jetzt schon öfters wieder benutzt und jetzt im Video auch mal wieder. Ich werde euch alles Wissenswerte zu der Plancha unten in die Videobeschreibung packen. Und da gibt es auch noch so einen kleinen Rabattcode. Da könnt ihr so ein bisschen sparen. Die heizt aber jetzt auf und dann geht es gleich los. Die Plancha ist dann heiß. Dann nehme ich immer hier meine Patties und öle die immer so ein bisschen ein, dass die nicht anhaften. Ja, und dann packen wir uns die hier drauf. Ja, und dann braten wir die von beiden Seiten erstmal richtig schön an. Gut anderthalb Minuten liegen die jetzt hier drauf. Jetzt können wir einmal wenden. Und ich würde sagen, das sieht perfekt aus. Da seht ihr, wie viel Mumm die hat. So, und dasselbe machen wir jetzt von der anderen Seite. Die nächsten anderthalb Minuten sind rum. Wir gucken uns die mal von unten an. Und ich würde sagen, farblich auch tipptopp. Jetzt lege ich beide hier oben hin. Werde die Hitze mal so ein bisschen reduzieren. Und dann können wir vorab mal unsere Burger Buns nehmen. Die beschmiere ich mir immer mit so ein bisschen Butter. Hier der Brenner ist nur ganz leicht an. Und dann werden wir die mal so ein bisschen aufknuspern. Und bei den Burger Buns, da müsst ihr wirklich aufpassen, weil die gehen ganz schnell, bekommen die Farbe. Und dann sind die auch ganz schnell schwarz. Deswegen da so ein bisschen Obacht geben. Und dann können wir die auch schon runternehmen. So in etwa sollten die dann aussehen. Die können wir drüben schon mal aufs Brett legen.
Und dann können wir hier drüben auch schon starten. Da nehmen wir uns zuerst die Burgersoße, klecksen uns was aufs Unterteil. Das verschmieren wir dann. Wenn das wie hier so ein bisschen zu viel ist, kann das aufs Oberteil. Auch da wird kräftig verschmiert. Unten packen wir uns dann hier so ein Salatblättchen drauf. Und oben auf den Deckel kommen unsere Zwiebelchen und Gürkchen. Die ruhig andrücken, dass die schön in der Soße haften. So, dann haben wir das fürs Erste fertig und jetzt geht es wieder an die Plansche. Wir kümmern uns um den Käse. Und die Käsescheiben, die legen wir uns einfach hier so auf die Plansche. Hab die Brenner mittlerweile auch schon ausgeschaltet. Das reicht an Mumm. Ja, und jetzt warten wir, bis der so ein bisschen schmilzt. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ihr seht, der Käse fängt oben an Blasen zu schlagen. Das heißt für uns, wir nehmen uns hier die Kelle, lösen uns den, geben den einmal hier auf unser Brötchen. Dann das nächste Stück auf unser Fleischpatty. Das sollte dann so hier aussehen. Das packen wir dann auf das Brot. Und jetzt geht es rüber an den Tisch und wir machen den Rest. Und wenn wir dann wieder hier drüben sind, nehmen wir dann auch unseren Deckel, drücken den hier schön in den Käse und fertig ist unser Cheeseburger. Das heißt, wir haben jetzt unten Soße, ein schönes Salatblättchen, Käse, dann unser Patty, nochmal Käse und oben dann Soße plus Zwiebeln und Gürkchen. Das reicht vollkommen aus, aber den will ich jetzt probieren. Hier ist er dann, unser Monster Cheeseburger mit viel Cheese. Ich habe ihn extra jetzt in so ein Tütchen gepackt, damit wir hier nicht so viel rumsauen, aber es hilft nichts. Und wie ihr dann seht, der ist in der Mitte sogar noch zart rosa. So muss ein Burger sein. Aber den werden wir uns jetzt erstmal schmecken lassen. Sehen wahrscheinlich auch aus wie die wilde. Und ich konnte es mir jetzt nicht nehmen lassen. Ich will euch nochmal zeigen, wie saftig der ist. Seht ihr, der Fleischsaft, der da austritt, wenn man so leicht drückt. Hat man halt beim Reinbeißen. Aber jetzt will ich ihn wirklich aufessen. So, mittlerweile dann gegessen und auch wieder sauber. Das heißt, wir sehen nicht mehr aus wie die wilde Wutz. Geschmacklich. Er ist wirklich ganz einfach gehalten, aber dieser Raclette-Käse, der macht bei dem Cheeseburger wirklich alles aus. Und das ist geschmacklich mit diesen einfachen Zutaten einfach nur eine Wucht. Wir haben hier ein schönes, kross gebratenes, saftiges Patty. Dann die Burgersoße auch ganz easy gemacht, aber geschmacklich mega. Dann hinterher oben ein paar Zwiebeln, Gürkchen und ein Salat. Und wie gesagt, diese zwei Lagen. Käse unten unterm Fleisch, dann nochmal oben drauf und dann dieser Raclette-Käse, der so richtig schön würzig schmeckt. Einfach nur der Hammer. Ist für mich der beste Cheeseburger, den ich hier so gegessen habe und auch gemacht habe. Der ist jetzt durch ein Zufallsprodukt entstanden, denn wir wollten Cheeseburger machen, hatten keinen Cheddar und nichts mehr zu Hause, nur noch diesen Raclette-Käse. Und da habe ich gesagt, komm, den nehmen wir. Und wenn ihr euch den dann wirklich so auf der Plansche oder beziehungsweise in der Pfanne einfach vorher anbratet, beziehungsweise dass er flüssig wird, und gebt den dann drüber. Das ist einfach ein Gedicht. So habt ihr das Geier nicht mit der Glosche und diesem Gewarte und habt dann für oben und unten den Käse gleichzeitig fertig. Also, wer mal so einen geilen Cheeseburger essen will, der sollte den auf jeden Fall nachmachen, und wenn er das macht, unten reinschreiben, wie hat er euch geschmeckt. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende vom Video angekommen und das war mein Rezept für den perfekten, wenn nicht sogar geilsten Cheeseburger. Für mich auf jeden Fall. Ihr müsst nachmachen, um das dann auch beurteilen zu können. Aber der ist wirklich mega einfach gemacht. Er ist schnell gemacht. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, geschmacklich einfach nur der Wahnsinn. Es muss nicht immer das große M sein oder die andere Bude, beziehungsweise generell dann irgend so eine Imbissbude, sondern man kann das wirklich ganz einfach, easy machen, ohne großen Stress, und geschmacklich, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, ich wiederhole mich schon wieder, ist das genial. Ich hoffe, die Nummer hat euch gefallen. Sollte dem so sein, gebt mir einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten? Hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr anklicken, dann auch die Glocke aktivieren. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.